Für die FDP-Fraktion erteile ich nun das Wort Dr. Heiner Gag. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht erschrecken, aber das, was ich gerade Birte Pauls zugerufen habe, sage ich auch gerne fürs Protokoll, dass ich mal alles richtig finde, was sie sagt. Das ist schon erstaunlich, aber vielen Dank für den Beitrag, weil es nämlich genau den Kern des Problems betrifft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als lieber Christian Dirschauer, ich Ihren Antrag gelesen habe, also zunächst mal möchte man ja als Sozialpolitiker sofort sagen, dem stimmt man zu, weil man das richtig findet. Und im Übrigen finde ich eine Erhöhung des Landesblindengeldes schon alleine vor dem Hintergrund dessen, dass selbstverständlich Menschen mit Handicap, in diesem Fall blinde Menschen, mindestens so betroffen sind von den allgemeinen Preissteigerungen, die sich dann ja auch unmittelbar auf die Assistenzhilfen auf die benötigte Assistenz und die Zusatzbedarfe auswirken, ist klar. Ich finde es in dem Zusammenhang auch nur richtig und folgerichtig, dass Sie auch die Menschen, die gehörlosen Menschen mit aufgenommen haben. 9 von 16 Bundesländern zahlen zwar im Moment oder bislang jedenfalls kein Gehörlosengeld, aber diese mitzudenken, finde ich, ist konsequent. Warum ich aber trotzdem sehr dankbar bin, dass Kollege Dirschauer Sie die Ausschussüberweisung vorgeschlagen haben, ist, ich möchte nicht aufgeben, an den Grundgedanken des BTHG diesen weiterzuentwickeln. Ich bin und ich war, und zwar auch in anderer Funktion, immer ein großer Anhänger des Bundesteilhabergeldes gewesen. Weil nämlich diese Differenzierung dann einfach entfällt. Menschen, wenn wir ehrlich sind, dann ist ein Blindengeld, jeder weiß, wie es historisch entstanden ist, dann ist ein Blindengeld oder auch ein Gehörlosengeld, das ist auch eine Art, wir stecken Menschen mit Handicap wieder in eine Schublade und arbeiten geradezu heraus, dass sie irgendwie anders sind. Ich habe jedenfalls die Fantasie noch nicht aufgegeben, dass es uns gelingt, weg von der Denke, dass Menschen sich irgendwie an ihre Umgebung anpassen müssen, anstatt dass wir eine Umgebung schaffen, die für alle Menschen geeignet sind. Das ist ja der Kerngedanke des Bundesteilhabegesetzes. Und deswegen fange ich jetzt gar nicht an, lange zu lamentieren. Ich finde es gut, dass Sie eine Ausschussberatung beantragt haben, werden wir selbstverständlich engagiert miteinander diskutieren müssen, auch wie schnell bestimmte Prozesse gehen. Ich hätte mir gewünscht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dass zumindest als regierungstragende Fraktion, wenn Sie schon nach dem Bund rufen, muss ich das ja mal angucken, ne? Die Abgeordnete Pauls hat ja alles dazu süffisant schon richtigerweise gesagt, ne? Sie schreiben da auf, der Bund soll sich für die Einführung eines Sehbehindertengeldes als Nachteilsausgleich für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen einsetzen. Wunderschön. Wenn Sie schon nach dem Bund rufen, hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass Sie dem Bund Beine machen, dass das mit der Durchsetzung eines einheitlichen Bundesteilhabegeldes schneller geht. Dafür hätte ich noch Verständnis gehabt. Für diese Forderung hier, da bleibt mir auch nur das suffisante Schmunzeln, dass Ihnen hier an dieser Stelle wirklich nichts Besseres eingefallen ist und dass Sie dann auch noch einfach ignorieren, dass die Kollegen vom SSW explizit die Einführung eines Gehörlosengeldes, unabhängig davon, ob sie es richtig finden oder nicht, aber dass man es ignoriert mit so einem Antrag, das finde ich schon merkwürdig. Deswegen, ich freue mich auf die Ausschussberatung und ich hoffe wirklich, dass wir einfach einen Schritt weiterkommen, aufzuhören, Menschen mit Handicap in irgendwelche Schubladen stecken zu wollen oder zu stecken. Und ich sage es nochmal, ich würde mir wünschen, dass von diesem Landtag ein Signal ausgeht, auch wenn das dann am Ende nicht das Ergebnis hätte, was Sie beantragt haben, dass wir ein Bundesteilhabegeld für alle Menschen mit Handicap bekommen, weil das ist in Wahrheit, oder das ist aus meiner Sicht jedenfalls, wäre das die gerechteste Antwort eines Nachteilsausgleichs. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.